Yo, 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 Leute, willkommen zu einer Runde Try Jump auf dem Bergwerk Labs Server. Ich wollte heute mit euch über ein Thema reden, denn ja, YouTube ist gerade irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, also da gibt es auf jeden Fall so ein paar Kontroversitäten und ja, die möchte ich mit euch ansprechen. YouTube hat seine Guidelines erneuert und das Problem ist jetzt dabei, dass sie die Guidelines für die Monetization geändert haben, also für die Monetarisierung, damit, womit man eigentlich Geld bekommt. Also es ist ja so, dass man, ich weiß gar nicht ab wann man monetarisieren darf, ich glaube schon direkt am Anfang oder sowas, irgendwie wenn man sich da mit Google anmeldet oder sowas, nee, schon vorher. Egal, auf jeden Fall hat YouTube dies geändert und hat jetzt neue Guidelines, neue Regeln. Und anscheinend ist es wohl so, dass sehr, sehr viele dieser Regeln meiner Meinung nach vollkommener Quatsch sind. Oder beziehungsweise irgendwie nicht richtig, die kann man irgendwie nicht richtig verstehen, weil die so sind, das ist so ein weiter Begriff, den die damit einbauen. Also zum Beispiel die erste Regel, ich habe die links hier offen, ich werde das jetzt einfach live machen. Finde ich etwas entspannter irgendwie beim Zocken, keine Ahnung. Auch wenn es nicht entspannter ist, aber keine Ahnung, finde ich irgendwie besser. Auf jeden Fall ist die erste Regel, sexuelle Inhalte, einschließlich der teilweisen Nacktheit und sexueller Humor. Dies darf man nicht mehr in seine Videos bringen wenn du das im Video hast, darfst du deine Videos nicht mehr monetarisieren. Ganz ehrlich Leute, was ist das denn? Also ich meine, okay, sexuelle Inhalte, das ist erstmal ein extrem weiter Begriff, ne? So, und dann kommt halt eben teilweise Nacktheit. Ja, ab wann ist es denn teilweise Nacktheit? Ab wann ist man denn nackt? Ich meine, bedeutet das jetzt, dass ich keine kurzen Hosen mehr anziehen darf? Oder was? Irgendwie muss gesagt werden, was denn genau teilweise Nacktheit bedeutet. Ich meine, teilweise Nacktheit, entweder zeigst du eine Titte von dir, oder beziehungsweise darfst du das dann als Mann auch nicht? Ist das dann auch verboten? Das ist irgendwie sehr, sehr komisch. Also ich finde, der Begriff ist schon mal viel zu weit, um einfach zu sagen, ja, du darfst keine teilweise Nacktheit drin haben und du bist okay. Nee, eigentlich ist das übelst schwer jetzt für den YouTuber rauszufinden, was genau er machen darf und was nicht. Und das halt eben für Monetarisierung ist halt wirklich für die Leute, die mit YouTube eben Geld verdienen. Und dann ist es besonders schlimm für die Leute, ich kann hier direkt hoch, dann ist es besonders schlimm für die Leute, die eben davon leben. Wenn du von YouTube lebst, dein Kanal zum Beispiel, weiß nicht, Pranks gezeigt hat, wo öfters mal Mädchen in Bikinis vorkamen, weil du, weiß nicht, auf dem Strand geprankt hast oder sowas, dann kannst du doch deinen ganzen Kanal vergessen, oder sehe ich das irgendwie falsch? Das ist irgendwie übelst komisch. Ja, und der zweite Punkt ist, Gewalt, einschließlich Anzeige von schweren Verletzungen und Ereignisse im Zusammenhang mit gewalttätigen Extremismus. Ich glaube, ich bin hier sogar falsch. Wieder so eine Sache. Ich finde es okay, dass keine Gewalt gezeigt werden darf. Aber das Problem ist jetzt, wie ist es denn jetzt bei Dokumentarfilmen? Dürfen die jetzt auch keine Gewalt mehr zeigen? Ist diese Gewalt vollkommen weg? Oder was bedeutet das? Natürlich, wenn ich jetzt, jemanden schlage oder sowas, dann natürlich, dann finde ich das vollkommen gut und okay, dass das nicht auf YouTube gestellt werden kann. Aber wie gesagt, wie ist es denn jetzt mit Dokumentarfilmen? Dürfen die jetzt auch kein Geld mehr verdienen, weil die eben, über irgendeinen Serienkiller oder sowas berichten? Das ist irgendwie, finde ich, meiner Meinung nach viel zu weit. Och nee, verdammt, wir waren so weit. Mist. Jetzt kommt der dritte Punkt. Unangemessene Sprache, einschließlich Belästigung, Obszönitäten und vulgäre Sprache. Das ist wohl einer der Punkte, die ich einfach nur vollkommen gar nicht nachvollziehen kann. Der eine könnte natürlich jetzt sagen, ja, aber unsere Kinder, die sollen nicht so viele Schimpfwörter lernen. Ja, das Problem dabei ist aber, YouTube ist ab 13. Und ich finde mit 13, oh shit, hat man schon relativ, natürlich ist es noch, 13, da ist man noch nicht,
noch nicht ganz klar im Kopf, beziehungsweise was heißt klar im Kopf, da hat man jetzt noch nicht so viel Lebenserfahrung und sowas. Manchmal macht man da Sachen, die man, weiß nicht, mit 18 nicht mehr tun würde, das ist vollkommen normal. Aber man kann trotzdem noch so ein bisschen eben nachdenken. Also man kann so ein bisschen immer noch nachdenken und Sachen nachvollziehen und mit 13, finde ich, kann man Schimpfwörter auf YouTube hören. Ich meine, das muss ja nicht vollkommen übertrieben sein, also aber gar keine Schimpfwörter. Ich meine, stellt euch das mal vor, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Schimpfwort sagen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel hier jemanden, oder wenn ich getötet werde und sage, boah, ist das ein Arschloch, ist es dann schon ein Schimpfwort? Eigentlich ja schon. Heißt das, ich werde jetzt vollkommen gestrikt? Ja, Leute, tja, dann, ne? Bin ich jetzt wegen dem Schimpfwort eigentlich schon von YouTube weg? Verdammt! Das war ein komischer Sprung. Wo muss ich hier hin? Ach, ich muss hier hoch. Oh Gott. Ja, das ist wieder so ein Punkt. Wie finde ich teils gut, aber einfach viel zu strikt. Viel zu hart. So, komm, jetzt haben wir mal endlich hier den Müll. Och, nö, jetzt nicht noch so ein... Okay, gut. Nice. So, wo sind wir überhaupt? Okay, wir sind 8. Okay, wir sind jetzt nicht so gut dabei. Ich würde sagen, ich nehme einfach gleich noch eine andere Deathmatch-Folge auf. Also, weil hier... ich weiß nicht, ich konzentriere mich ja nicht so wirklich auf die Sprünge, deswegen nehmen wir einfach ein anderes Deathmatch. So, und dann kommt der Punkt, Förderung von Drogen und reglementierten Substanzen. Einschließlich Verkauf, Gebrauch und Missbrauch. Das ist eben auch jetzt nicht mehr auf YouTube zu sehen, beziehungsweise darf nicht mehr gezeigt werden, ohne dass es monetarisiert werden darf, kann. Also du kannst die Sachen noch auf YouTube bringen, aber es darf nicht mehr monetarisiert werden. So, jetzt ist noch ein Problem mit Drogen. Drogen ist ein extrem weiter Begriff. Na klar, ist Heroin und weiß nicht, sonst was nicht. Also es sind alles Drogen, sind auch schädliche Drogen. Das Problem ist aber, es wird hier nicht nur von reglementierten Drogen gesprochen, also eben Heroin, weiß nicht, all solche Sachen, die eben, hier LSD, all sowas, was du nicht einfach im Laden kaufen kannst, was eben reglementiert ist, wo der Staat sagt, nee, das darfst du nicht essen, beziehungsweise konsumieren. Und ja, das sind eben reglementierte Substanzen. Hier werden aber auch normale Drogen angesprochen. Also eben auch sowas wie Kaffee oder Zucker. Also so wie ich das jetzt verstehen würde, sind Drogen und reglementierte Drogen ja im Grunde genommen fast alles. Also alles, was dich irgendwie süchtig machen kann, das macht ja eben eine Droge aus. Und darunter zählt auch eben Kaffee und... Ah, Mist. Darunter zählt auch eben Kaffee. Und halt Zucker. Deswegen viel zu weiter Begriff und meiner Meinung nach etwas zu hart. Wenn das wirklich stimmt, wenn ich mich hier jetzt hinsetze, einen Kaffee trinke, dann ja, kann ich nicht mehr monetarisieren oder was. Dann haben wir umstrittene oder sensible Themen und Ereignisse, einschließlich Themen im Zusammenhang mit Krieg, politische Konflikte, Naturkatastrophe und Tragödien, auch wenn grafische, und jetzt das Wichtigste, auch wenn grafische Bilder nicht gezeigt werden. Das bedeutet... Wenn du jetzt irgendwie berichtest von einem Hurricane oder sowas, dann darfst du das nicht machen. Es ist dir nicht erlaubt, das auf YouTube zu bringen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Du kannst nicht mehr berichten über irgendwelche Naturkatastrophen. Du kannst auch gleichzeitig nicht mehr in politische Themen einmischen. Du darfst nicht mehr deine Meinung auf YouTube sagen. Das ist der extremst bescheuertste Punkt, den ich jemals gehört habe. Ganz ehrlich, ich finde das viel zu heftig. Und ich weiß echt nicht, was mit YouTube wirklich werden soll. Also wenn jetzt die Leute mit diesen ganzen Sachen reguliert werden. Das Problem ist ja, die alten Videos bleiben nicht bestehen. Die werden alle demonetarisiert. Das bedeutet, jetzt verdienen viele Leute mit ihren Videos gar kein Geld mehr. Die werden alle demonetarisiert. Und das bedeutet eben, dass ein Riesenteil von YouTube im Grunde genommen, ja, ausstirbt. Toll. Weil sie einfach kein Geld mehr verdienen und da müssen sie sich eben eine andere Plattform suchen. Total bescheuert, meiner Meinung nach. Gut, Leute, ich würde sagen, da sehen wir uns gleich in dem Deathmatch. Ich werde das jetzt hier nicht aufnehmen, weil ich einfach keine Sachen habe. Also, ich würde mal sagen, bis gleich. Nee, Leute, tut mir leid, ich nehme diese Runde, denn die kommt gar nicht mal so schlecht, wie ich dachte. Ich bin hier direkt erstmal den ersten schön am kaputt machen und jetzt werde ich natürlich gejagt. Ich mache das Ganze hier jetzt mit Nach-Commentary.
Das werde ich auch nachher noch sagen. Das war einfach, ich hätte nicht gedacht, dass ich wirklich so gut abschneide mit den Sachen. Und da war das wirklich gut. Da habe ich einfach mal so einen kleinen Typi gefunden, der mir so ein bisschen Regeneration gegeben hat. Ich weiß nicht, was der da gemacht hat. Der hat sich nur TNT anscheinend gekauft. So ein kleiner Troll. Und ja, der Grund war, warum ich so viel oder so gut abgeschnitten habe bei dem Kampf oder bei der Runde, ist, weil ich viele beim Kampf gefunden habe. Wie zum Beispiel hier. Einfach mal 2 Kills bekommen. Und da bin ich leider gestorben. Oh nein, ein Spoiler. Verdammt. Okay, ich sollte das vielleicht gar nicht sagen. Oh doch, da, oh, was, den kriege ich noch? Wow, wusste ich gar nicht. Heftig. Krasse Sache. Ja, und ich werde gleich bei 10, bei Minute, für mich 10:55 wieder reden. Das heißt, denn der Zukunfts-LJ wird jetzt erstmal wieder weg sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, jetzt kommt Live-Commentary. Bis gleich. Nein, nicht bis gleich. Tschüss. Oh shit, Leute, vielleicht nehme ich das ja auch, vielleicht nehme ich das ja trotzdem auf. Holy shit, was ist denn hier los? Warum bin ich auf einmal so krass am über, am, weiß ich nicht, am Töten? Oh mein Gott. Okay, das war ein Fehler. Oh Gott, scheiße. Tschüss. Nö, 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 nö. Lass mich in Ruhe. Dü, 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 dü. Kann ich einen Goldapfel essen? Okay, kann ich. So. Huh, huh, okay. Oh scheiße, er hat eine Angel. Oh Gott, hier, oh, hier herrscht Kampf. Ja, ich hab den getötet. Ja. Nice. Jetzt regenerieren wir auch noch voll. Krasse Sache. Ich werde wahrscheinlich dann einfach mal so ein bisschen Nach-Commentary oder ja, im Grunde genommen Nach-Commentary reinbringen für den ersten Teil daneben. Holy shit. Was ist denn das für eine Runde? Warum sind wir so gut? Wir haben ja nicht mal ein verzaubertes Schwert. Wir haben gar nichts. Wir haben ein Eisenschwert und 2 Goldäpfel. Cool. Boah. Und damit sind wir so hart am Dominieren. Ja, natürlich habe ich auch ein bisschen abgestaubt, so das ein oder andere Mal. Aber die ersten Kämpfe waren ja alle eigentlich relativ normal, fand ich so. So, der wird gleich essen müssen. Ich habe leider meinen Goldapfel verschwendet. Ah, oh, komm her. Bitte dreh dich um oder sowas. Komm. Oder bleib hängen. Oh nein, ich bin hängen geblieben. Oh nee. Oh mein Gott. Ja, ja, schlag ruhig. Mach ruhig öfter. Denn immer, wenn ich getroffen werde, kriegt die Angel doch... Ja, dann kriegt... Jo, nice. Dann kriegt die Angel Damage. Das ist perfekt. So. So, nice. GG. Hilfe. Nein, das war GG. Nice. Das war ein richtiges GG. Alter, Leute, ich hätte nicht gedacht, dass wir das gewinnen. Ganz ehrlich, ich habe so schlechte Sachen... Ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir einfach direkt sterben. Krasse Sache. Na gut, Leute. Ja, könnt ihr mal bitte... Oder ganz ehrlich, bei dem Video möchte ich mal wieder eure Meinung. Was denkt ihr zu diesen komischen YouTube-Guidelines? Was ist da los und warum sollte YouTube sowas tun? Beziehungsweise, was ist eure Meinung dazu? Findet ihr das vollkommen okay, dass ja im Grunde genommen so viele Sachen eben nicht monetarisiert werden dürfen? Heißt das vielleicht auch, dass euer Lieblings-YouTuber... ich zum Beispiel... jetzt keine Videos mehr bringen darf oder kann, also dass er jetzt eben, weiß ich nicht, kein Geld mehr verdient durch YouTube, das ist, ich finde das vollkommen bescheuert. Die Webseite ist ab 13, da sollte man doch zum Beispiel sowas wie Schimpfwörter, weiß ich nicht, hören können, oder? Ich weiß nicht, also das dann komplett nicht monetarisierbar machen, das ist, es ist einfach, finde ich, zu heftig von YouTube. Und wie gesagt, der größte Punkt ist eben, ein viel zu weiter Begriff. Jeder dieser Punkte kann übelst weit ausgeholt werden. Das mit den Drogen. Auch Kaffee kann eine Droge sein. Oder das mit der Gewalt. Was genau denn jetzt Gewalt? Oder das eben mit den Dokumentarfilmen. Dass sie eben jetzt nicht mehr über Kriege oder sowas berichten können. Einfach nur vollkommen bescheuert, finde ich das. Nun gut, Leute. Wie gesagt, wäre Hammer, wenn ihr das mal kommentieren könntet, wie ihr dazu jetzt steht. Und ja, eine Bewertung wäre natürlich auch nice. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also haut da rein und tschüss.